Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue. I'm okay. Doe. Hey, tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. No, no. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I, oh babe. And I. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Buy that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner. All the matches that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. We ain't ever getting older. You look as good as the day I met you. I forgot just why I left you. I was insane. And play that Blink-182 song that we beat to death in Tucson. Okay. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no call. Now I'm looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. In the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. Ich bin gerade auf dem Weg ins Fitness. Es ist morgen um 6 Uhr. Jetlag lässt grüßen. Ich bin seit mehr als 3 Stunden wach und langsam wird es mir wirklich zu bunt. Ich bin im Fitnessdress. Ich gehe mal das Fitness auschecken. Ich weiss wirklich nicht mehr, was anfangen mit mir in diesem dunklen Zimmer. Und darum nehme ich euch mit. Hi. So, wie man sieht, ich habe ganz schnell ein kurzes, aber knackiges Aufwärmen gemacht. Ich habe überhaupt keinen Plan, was ich heute hier genau mache. Ich will ziemlich wild durcheinander trainieren. Die Idee ist ein Intervall. Ich will ein bisschen zwischen Kraft und heftigen Intervalls abwechseln. Es hat sehr viele Geräte da. Der Bereich mit dem Freigewicht und für das ganze Functional Training ist relativ klein. Darum, schauen wir jetzt mal, was an den Gewichten so geht. Ich habe ich trainiere eigentlich nie an Geräten. Aber es ist auch cool, wieder einmal sich daran zu testen. Also, ich nehme euch mit. Was the night in shining armor in your movies? Put your lips on mine and love the aftertaste now. I'm a ghost, I call your name, you look right through me. You're the reason I'm alone and masturbate. I've been trying to figure out.
Es ist vollbracht. Ich war ziemlich genau eine Stunde hier rein und es ist mega schnell durchgegangen. Ich erkläre euch noch schnell, was ich gemacht habe. Ich habe immer 3 Sätze pro Übung gemacht. An ca. 10 bis 12 Wiederholungen. Und dazwischen immer 3 Minuten auf dem Laufband. Vollgas. Ich weiß gar nicht, wie viele Sätze das waren. Vielleicht etwa 12. Es hat auch gut getan. Ich bin eigentlich überhaupt kein Morgensportler, aber ich glaube, weil mein Körper voll durcheinander ist, durch die Zeitverschiebungen kommt es gar nicht drauf an. Und ich sehe, es ist inzwischen hell und ich gehe jetzt gerade das erste Mal den Pool anschauen und ich nehme mal mit. Und ich sage euch, die Temperatur ist so herrlich. Es sind, ich weiß gar nicht, momentan vielleicht über 20 Grad. Es ist jetzt so verschwitzt mit dem Wind fast ein bisschen kühl. Aber so mega angenehm. Ich weiss nicht, wie viel das wissen von euch. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ein Teil aufgewachsen. Und es ist so unglaublich schön, um hier zu sein. Auch wenn es sich komisch anfühlt oder komisch anlässt. Irgendwie ist es wirklich zu Hause. Ich fühle mich hier so wohl, so zu Hause. Und nein! Oh, ich muss euch das zeigen. Moment, ich muss mal all meine 17'000 Sachen abstellen. Oh mein Gott! Schaut! Da ist der Jacuzzi. Okay, gut. Wow, und sehen euch das hier. Sogar da hinten. Man sieht nicht so gut in diesem Smog. Alles gut. Und da auch.